Heute mal zum Thema perfekte Fotos. Ich bekomme natürlich sehr oft die Anfrage über PN oder YouTube oder E-Mail. Wie schaffst du es, dass du schon seit fast 10 Jahren immer in Topform vor der Kamera stehst? Ob das Winter ist, Frühling ist, ob das Sommer oder Herbst ist, ist bei dir völlig egal. Du hast immer in Topform. Wie machst du das? Das ist gar nicht so schwer. Grundsätzlich trainiere ich natürlich eben je nach Zeit zwischen 3, 4 bis 6 Mal pro Woche. Dazu habe ich natürlich immer ein sehr geregeltes Essverhalten. Das heißt, dass ich natürlich auf gewisse Dinge verzichte. Und das ist in der Regel natürlich alles, was mein Körper nicht braucht. Dann entstehen natürlich auch entsprechend Bilder, wie zum Beispiel auch hier. Das hier jetzt gleich im Hintergrund. Das ist eins, da hinten haben wir eins. Und so gibt es natürlich verschiedene Bilder von mir, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind. Hier habe ich natürlich einige meiner Schützlinge, die ich schon vorbereitet habe. Es sind ungefähr 10% von allen, die ich für Fotoshooting vorbereitet habe. Dann oben, wie man das sehen kann, haben wir nochmal Bilder. Und das sind natürlich alles Fotos, wo es darauf ankommt, dass man eine gute Bodyform mitbringt. Und diese gute Bodyform, die hängt natürlich sehr stark mit dem Essverhalten zusammen. Viele denken, da gibt es ganz spezielle Trainingspläne, die dazu führen, dass man innerhalb von kurzer Zeit diese Form aufweist. Diese Form beständig zu bringen, hat was mit Beständigkeit zu tun. Und zwar Beständigkeit im Bereich des Essverhaltens. Man kann wochenlang das Training auch reduzieren bzw. fast einschränken und man hält sein Essverhalten bei, hat man bei weitem nicht den Formverlust, wie man wochenlang das Essen völlig über den Haufen wirft, völlig wahllos in sich reinstopft, dann wird die Form extrem drunter leiden und dann wird sich wohl kein Fotograf drum reißen, einen zu fotografieren. Deswegen habe ich ein ganz geregeltes Essverhalten. Auf dem Fotoshooting bereite ich mich ähnlich vor wie auf dem Wettkampf. Das hat sehr stark was damit zu tun, dass die Energiespeicher geleert werden, die Glykogenspeicher geleert werden, indem man die Kohlenhydrate eben je nach Ausgangsform leert, bis komplett leert. Dazu dafür sorgt, dass natürlich der intramuskuläre Wasserspeicher entsprechend erhalten bleibt, der extrazelluläre Wasserspeicher, das ist das Wasser außerhalb der Muskelzelle, zwischen Muskelzellen und Haut, dass es so weit wie möglich reduziert wird. Und dann hat es natürlich sehr stark was mit zu tun, dass man am letzten Tag vom Shooting, je nach Körperform, je nach Ausgangsbasis, zwischen 24 und 48 Stunden die Glykogenspeicher wieder auffüllt, ohne dass man zu große Mengen an Energielieferanten zuführt in Form von Kohlenhydrate, das heißt, die Speicher nicht überfüllt werden, sodass man dann den Wasserhaushalt bzw. den Wasserwert, den extrazellulären Wasserwert sehr niedrig hält und den intramuskulären Wasserwert sehr hoch hält. Das gibt ein entsprechend gutes optisches Bild. Dazu gehört natürlich noch Natrium und Kalium, das heißt, dass man entsprechend Natrium einmal maximal zuführt, danach wird er eliminiert über 24, 48 Stunden, hat sehr stark was im Trinkverhalten zu tun. Das zu pauschalisieren ist recht schwer, das heißt, dass man da schon natürlich von Körperform zu Körperform ein Stückweise individuell reagiert. Die Basisrichtung ist entsprechend fast immer die gleiche. Aber jeder Mensch verträgt natürlich unterschiedliche Lademengen, was Glykogen anbetrifft, unterschiedliche Lademengen, was Trinkverhalten anbetrifft. Das sind alles Dinge, die werden dann individuell von Person zu Person gesteuert. Das war es, ein kurzer Einblick zur Frage, wie schaffst du es, über fast ein Jahrzehnt immer eine Topform zu haben? Kleiner Einblick, detailliert ist es ein bisschen schwierig, weil natürlich der Clip dann den Rahmen sprengen würde. Aber ich werde mir vornehmen, ich schreibe es auf eine To-Do-Liste, dass in naher Zukunft mal sein Videoclip kommt, wo das detailliert erklärt. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Training. Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine guten Bilder, meine Aufgabe.